Und wieder bricht ein Tag auf der Burg des Fürsten Takeshi an. Auch heute wird er sich der Eindringlinge erwehren müssen, die versuchen, seine Burg zu erstürmen. Sein Gegner ist der General, der täglich neue Freiwillige findet, die mit ihm die Burg erobern wollen. Allerdings hält Takeshis Abwehr dagegen. Takeshi ist vorbereitet. Sein Ratgeber, der verschlagene Berater Sonnemama, trainiert die fürstliche Abwehrmannschaft. Zusammen mit dem Fürsten hat er auch heute wieder ein ganzes Bündel an kniffligen Aufgaben geschnürt. Wenn der Vater mit dem Sohne oder die Mutter mit der Tochter oder andersrum, auf jeden Fall passieren dann manchmal seltsame Dinge, wie zum Beispiel ein Angriff der Killermücken. Takeshi und sein Berater aber erkennen die Gefahr und entschärfen die Situation mit der chemischen Keule. Bei den besonders hartnäckigen Exemplaren muss man zusätzlich zu althergebrachten Mitteln greifen. Aber zurück zu Mutter und Tochter, zu Vater und Sohn. Eben solche Pärchen haben sich heute vor der Burg versammelt. Der Fürst freut sich, denn er mag Kinder. Nur Mücken, die mag er nicht. Heute ist auch für ihn ein besonderer Tag. Gerne würde er zusammen mit seinem Sohn mitspielen, aber das geht ja schlecht. Dann hätte er ja keine Chance. Der General stimmt seine Leute ein. Heute sind es 101 Elternteile mit ihrem Nachwuchs. Insgesamt nehmen heute also 202 Kandidaten teil. General Tani weiß, wie wichtig die Motivation ist. Einzelgespräche helfen immer. Dieser Junge beschwert sich, seine Mutter würde immer zu Karaoke singen wollen. Der General kann ihn beruhigen, das Karaoke-Spiel findet heute nicht statt. Die erste Etappe des heutigen Tages, Brötchen beißen. Die Erwachsenen nehmen ihre Sprösslinge Huckepack und die versuchen, ohne Zuhilfenahme der Hände, ein Brötchen von einem Seil zu pflücken. Hat man ein Brötchen zu beißen bekommen, darf man es nicht als Wegzehrung benutzen, sondern muss es über die Ziellinie tragen. Nur dann hat man die erste Etappe erfolgreich überstanden. Der Fürst zeigt sich gnädig, die erste Etappe hätte schwieriger sein können. Natürlich haben die Kandidaten nicht ewig Zeit. Das ist klar. Wer in 2 Minuten nichts zu beißen bekommt, scheidet aus. Die kleinen Münder sind für diese Etappe nicht sonderlich gut geeignet. Ein Schuft wäre dem Fürst dabei Absicht unterstellt. Um sicherzugehen, dass die Kinder ihre Hände nicht benutzen, wurden sie vorsichtshalber in Kartoffelsäcke gesteckt. So können sie gleich in die nächste Etappe hüpfen, so sie sie denn erreichen. Ja. Nicht drängeln, für jeden ist ein Brötchen da. Oder kann da jemand den Hals nicht voll genug kriegen? Die letzten Sekunden laufen. Jetzt wird ausgezählt. Nur 3 Kandidatenfamilien müssen nach der ersten Etappe beim heutigen Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi kleinere Brötchen backen. Der Fürst hat es geahnt. Dieses Spiel bringt nicht den gewünschten Erfolg. Er muss schwerere Geschütze auffahren. Zusammen mit seinem Berater sitzt er auf einem Floß am Fuße der Kulisse für die Reise in der Reisschale. Doch nicht etwa Reis hat Sonnemama für seinen Fürsten gekocht, sondern Frühlingsrollen. Die Rollen mögen anrollen. Der Fürst ist sich nicht ganz sicher, was er von diesen Frühlingsrollen halten soll. Die sind irgendwie zu groß geraten. Da kann er ja monatelang von leben. Mal davon abgesehen, dass die nicht auf den Teller passen. Nun ja, der gute Wille zählt. Die Herren Onshich Tankobo, Strong Kanego und Achimaru, das Tier Resri, haben heute keinen leichten Stand. Zwar gelten sie als die Meister des Labyrinths, doch ihre Gegner haben heute einen taktischen Vorteil. Nur die ältere Generation muss das Labyrinth durchlaufen. Der Nachwuchs überwacht das Ganze aus sicherer Entfernung.
Die Kids haben den Überblick und dürfen ihren Eltern Anweisungen geben. Ein Riesenvorteil, denn nur ein einziger Ausgang führt ins Ziel, alle anderen ins Wasser oder in die Arme der Verteidiger. Zehn Kammern hat das Wabenlabyrinth. Nur wer sich den Weg hindurchbahnt, ohne von den drei Wilden gefasst zu werden oder ins Wasser zu fallen, kommt eine Runde weiter. Ein fast hoffnungsloses Unterfangen, denn Kanegu, Tankobo und Resri sind so geschult, dass sie immer genau wissen, an welcher Stelle des Labyrinths sie sich befinden. Hier zeigte sich, ob die Erwachsenen ihren Kindern vertrauen. Sollten sie es nicht tun, kommt Takeshis Weisheit Nummer 1 zum Tragen. Nur ein nasser Kandidat ist ein guter Kandidat. Oder wollen die Kids sogar, dass ihre Eltern im Wasser landen? Bekommen die Verteidiger einen Kandidaten zu fassen, wird sein Gesicht als äußeres Zeichen der Blamage schwarz bemalt. Dann liegt es im Ermessen der drei Wilden, ob sie das Opfer ziehen lassen oder noch zusätzlich ins Wasser werfen. Er sollte sich nicht über andere Kandidaten lustig machen. Seine Mutter macht es auch nicht besser. Auch für sie ist die zweite Etappe die letzte. Bitte. Es hat ein bisschen gedauert, aber zu guter Letzt ist auch sie im Wasser gelandet. Den Fürsten wird's freuen. Das Labyrinth bringt auch heute den gewohnten Erfolg. Das Tempo spielt übrigens keine Rolle. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Nur das Ankommen zählt. Wie lange man dafür braucht, ist egal. Er schon fast am Ziel und flüchtet genau in die falsche Richtung. Da könnte der Sohnemann aber bessere Anweisungen geben. Ja, so ist das schon besser. Herzlichen Glückwunsch! Sie möchte, dass ihr Papa es genauso gut macht. Doch leider ist ihr Papa dazu nicht in der Lage. Solche Tricks werden von Herrn Resri gar nicht gern gesehen. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und wenn man selbst im Wasser landet. Da hat er seine Tochter ganz schön enttäuscht. Vielleicht macht sein Vater es besser. In wochenlanger Kleinarbeit hat er Videos dieses Spiel studiert. Aber, Pustekuchen, Videostudien alleine bringen überhaupt nichts. Vielleicht hätte es geklappt, wenn der Navigator mitstudiert hätte. Na, das ist doch mal eine klare Aussage. Papa, wenn du das nicht schaffst, gibt es Ärger. Man könnte meinen, die beiden wären verheiratet. Papa versucht, dem Ärger aus dem Weg zu gehen, aber leider wählt er den falschen Weg. Sie muss nun tatsächlich mit ansehen, wie ihr Vater vor den Augen der Weltöffentlichkeit blamiert wird. Schämen sollte er sich. Er hat es nicht anders gewollt. Von oben ruft seine Tochter ein freundliches "Komm du mir nach Hause!" Wasser ist zum Waschen da und fürs Zähneputzen. Doch auch zum Kandidatenärgern kann man es benutzen. Das nächste Spiel des heutigen Tages steht unter eben diesem Motto.
Masanori Okada wird bei allen Familien, die nicht genügend Körperbeherrschung haben, um sich selbst ins Wasser zu befördern, nachhelfen. Nun dürfen die Kandidaten nur ein einziges Mal Schwung holen, um ein auf Rollen gelagertes Brett genau bis zur Markierung am Ende der Schiene zu bewegen. Ist das Brett einmal in Bewegung, ist dem Sprössling jede Bewegung untersagt. Wer zu weit fährt, landet im Wasser. Wer zu kurz kommt, der auch. Spätestens jetzt weiß es auch der Letzte, die Sache mit dem nassen Kandidaten. Die Kinder sind in diesem Spiel mal wieder fein raus. Es liegt an den Eltern, ob sie die nächste Runde erreichen. Arbeit leider einige Millimeter zu kurz. Das bedeutet Arbeit für Herrn Okada. Hoppla, nicht so stürmisch. Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Da musst du jetzt durch, Junge. Der General schaut ziemlich betrübt aus der Wäsche. Auch diese beiden werden diese Runde nicht überstehen. Mit dem Mut der Verzweiflung schickt diese junge Mutter ihre Tochter ins Rennen und... Tatsächlich, die beiden haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Dem Gesichtsausdruck nach ahnt er, was auf ihn zukommt. Schau sich einer an, da strotzt der Herr Papa vor Kraft, doch seinen Sohn kann er nicht einmal annähernd bis ins Ziel schieben. Da muss die Schreckenseule eingreifen. Nachdem eben die meisten Kinder mit dem kühlen Nass Bekanntschaft machen durften, ist es nun an der Zeit, dass die Kinder das Schicksal ihrer Eltern in den Händen halten. Die Kinder schicken eine Kugel auf die Reise durch einen riesigen Flipper. Unten steht der Herr Papa oder die Frau Mama mit einer Schüssel. Die Aufgabe ist es, die Kugel aufzufangen. Die Kids dürfen Anweisungen geben, doch am Ende kommt meist Takeshis Weisheit Nummer 2 zum Tragen. Nur ein matschiger Kandidat ist ein guter Kandidat. Nach rechts, weiter! Nein, nein, nach links! An das andere links, meine ich. Die Erwachsenen können einem leid tun. Auch er landet im Matsch. Na, da ruft sie ihrem Vater ein gehässiges Versager zu. Das ist aber auch nicht nett. Dieses Spiel ist nämlich alles andere als leicht. Das müssen auch diese beiden erfahren. Dabei ist es eigentlich egal, wie fest das Töchterchen die Kugel anstößt. Der Flipper spielt sein eigenes Spiel. Es ist nicht berechenbar, wo die Kugel landet. Ganz im Gegensatz zu den Kandidaten. Es ist damit zu rechnen, dass die Herrschaften im Schlamm landen. So ein Schlammbad soll ja sehr gesund sein. Stichwort Fangopackung. Jedoch sind wir hier auf dem Weg zur Burg des Fürsten Takeshi, nicht etwa bei einer Kur. Was für eine Reaktion, was für ein Flug. Jede Bahnschranke wäre stolz auf diese Körperhaltung. Sehen Sie sich diese beiden noch einmal genau an. Noch tragen sie Partnerlook. In wenigen Sekunden wird der Anzug des älteren Familienmitgliedes etwas anders aussehen. Die Freude ist groß, der Papa im Schlamm und beide haben die nächste Runde erreicht.
wollen diese beiden natürlich in nichts nachstehen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Knapp vorbei ist eben auch daneben. Das Fangen mit der Schüssel will gelernt sein. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus, nichts geht mehr, die Kugel rollt. Der Vater hofft, dass ihm der Flug in den Matsch erspart bleibt. Doch da ist wohl leider der Wunsch der Vater des Gedanken. Bei diesem Spiel bleibt kein Vater sauber. Ja, mit der Nase in den Schlamm, so sieht der Fürst das gerne. Dabei ist es ihm auch vollkommen egal, ob es einen Mann oder eine Frau trifft. Der Fürst ist für die Gleichberechtigung. Alle sollen ausscheiden. Naja, die grobe Richtung stimmte. Halbzeit beim Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi. Noch gut die Hälfte aller Kandidaten hat auch die vierte Etappe überstanden. Der Fürst aber zeigt sich beunruhigt. Zusammen mit seinem Berater begutachtet er das Feuerwerk, das zu seinem Sieg abgebrannt werden soll. Wahnsinn! Und was soll das bitte? Der Fürst ist verwirrt. Sind das etwa Fledermäuse in seiner Burg? Na, das darf doch nicht wahr sein. So eine Mama beruhigt seinen Chef. Das sind selbstverständlich keine Fledermäuse, sondern Feuerwerke. Feuerwerke? Jetzt wird dem Fürsten einiges klar. Feuerwerke müssen gelöscht werden. Noch hat er nicht gewonnen. So eine Mama wird damit beauftragt, den Wasserschlauch zu holen. Na bitte, los geht's, Wasser, Marsch! So, das wird diesen Feuerwerken eine Lehre sein. Ab sofort soll nur noch dann gefeuert werden, wenn der Sieg eingefahren ist, nicht vorher. Das bringt Unglück. Auch bei der fünften Etappe, die unter der Leitung von Rennleiter Yoichi Shimada steht, sind die Eltern ihren Sprösslingen hoffnungslos ausgeliefert. Jeweils fünf Erwachsene treten gleichzeitig an. Im Katzenkugelkostüm müssen sie versuchen, auf einem kleinen, runden, fahrbaren Sockel das Gleichgewicht zu halten. Die Kinder haben die Fernbedienung für die Sockel in der Hand und müssen ihre Eltern ins Ziel lotsen. Doch nur die ersten beiden kommen eine Runde weiter. Für alle anderen heißt es nach dieser Etappe Koffer packen und ab nach Hause. Wer fällt, ist nicht automatisch ausgeschieden. Man sollte jedoch möglichst schnell wieder auf den Sockel zurück, denn die Konkurrenz schläft nicht. Es ist ein langer, harter Weg bis ins Ziel. Die Kids haben ihren Spaß. Endlich können sie ihre Eltern mal so richtig rumkommandieren. Start Nummer 4 hat es geschafft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wer wird Zweiter? Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es nicht Nummer 5 sein wird. Wenn kein mittelschweres Wunder mehr geschieht, dann wird Start Nummer 2 eben diesen Platz nach Hause fahren. Da freut sie sich, die junge Mutter. Dabei müsste sie sich eigentlich bei ihrem Sohn bedanken. Die nächsten fünf Eltern legen ihr Schicksal in die Hände ihrer Kinder. Die Angst scheint ihnen ins Gesicht geschrieben zu sein. Warum eigentlich? Was kann schon groß passieren? Die Katzenkugeln sind gut gepolstert, verletzen kann sich hier keiner. Also Augen zu und durch. Start Nummer 5 hat nicht nur den Start verpasst, sondern kippt auch gleich zu Beginn des Rennens aus den Latschen. Damit hat sie wohl schon jetzt den Sieg verschenkt.
Doch da ist sie offensichtlich in guter Gesellschaft. Lediglich Nummer 2 macht sich unerschrocken auf den Weg in Richtung Ziel. Ja, ja, ein kleiner Fehler und schon ist die Führung dahin. Heimlich, still und leise hat sich der Kandidat in Kugel Nummer 1 an seinem Konkurrenten vorbeigeschoben. In Anlehnung an einen Kinoklassiker aus den frühen 90ern, Nummer 5 gibt nicht auf. Nummer 1 ist die Nummer 1, doch wer schafft es ebenfalls in die nächste Runde? Die besten Aussichten hat die Startnummer 3, aber man hat ja schon Pferde vor die Apotheke, aber das wissen Sie ja sicherlich. So kann's gehen. Nummer 3, auf den letzten Metern holt sich Startnummer 4 den zweiten Platz und zieht somit in die nächste Etappe ein. Mit Chiroyo ist nicht nur der Neffe des Fürsten und somit sein Lieblingsverteidiger, sondern auch ein wahrer Kinderstar. Die Kids lieben ihn, doch das könnte sich jetzt ändern. Sein Spiel erfordert von beiden Teilnehmern äußerste Konzentration. Ist die nicht vorhanden, sieht es schlecht aus. Denn so ein Vorschlaghammer hat es in sich. Die Kids nehmen auf dem obersten von insgesamt 4 Kissen Platz. Die Aufgabe der Eltern ist es nun, mit einem Hammer die beiden mittleren Kissen zu entfernen, ohne dabei den eigenen Nachwuchs gleich mit zu entfernen. Die Mutter braucht Kraft und Zielgenauigkeit. Der Filius braucht Körperbeherrschung und darf keine Angst haben. Erstes Spiel, 2 Kandidaten, 4 Eigenschaften. Ist alles ganz schön kompliziert heute. Nun ja, der Sprung war Weltklasse. Der Schlag eher Kreisklasse. Es dürfte klar sein, wer die Schuld am Ausscheiden dieser beiden trägt. Er macht's richtig. Ausholen, schlagen, volle Deckung. Auch dieser Herr Papa erweist sich als äußerst rabiat und wenig zielsicher. Der Fürst reibt sich die Hände. Er hätte ja viel erwartet, aber das nicht. Das war schon mal ganz gut, doch können die beiden das wiederholen? Nun ja, so halb. Ein dritter Schlag ist notwendig. Schade, schade. Um ein Haar hätte es gereicht. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch warten einige Kandidatenfamilien auf ihren Einsatz. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Der Mann macht was falsch. Das weiße Kissen ist festgenagelt, da kann man vorhauen, wie man will. Michiroyo weist den etwas begriffsstutzigen Kandidaten auch gleich auf diese verzwickte Situation hin. Mit ohne Erfolg. Na bitte, das geht doch. Und der Sohnemann hat es auch überstanden. Noch ein Schlag und die Burg rückt in greifbare Nähe. Jawohl, nach nur 86 Schlägen haben es die beiden geschafft. Das ist neuer Rekord. Da hat wohl jemand gelernt. Dem General ist es recht. Er will nachher nicht alleine vor der Burg stehen. Schade, aber dieser Fehlschlag ist gleichbedeutend mit dem Ausscheiden. Außer Michiroyo kann sich dann niemand wirklich drüber freuen. Vielleicht machen es die nächsten beiden besser. Nein, das Fred Feuerstein-Gedächtniskostüm hat nicht geholfen.
Beim heutigen Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi sind noch 28 Erwachsene und ebenso viele Kinder im Rennen. Die Burg ist inzwischen in greifbare Nähe gerückt, doch wie immer findet die letzte Etappe im Garten des Fürsten statt. Der jedoch liegt auf der anderen Seite des des Takeshi Canyon. Nur eine schmale Hängebrücke führt über die Schlucht. Als wäre es nicht schlimm genug, dass die Brücke nur unzureichend gespannt ist, Takeshis Regenbogenmänner beschießen die Kandidaten zusätzlich mit Plastikkugeln. Hier trennt sich endgültig die Spreu vom Weizen. Während Mama sich über die Brücke quält, bleibt dem Töchterchen die ehrenvolle Aufgabe, ihrer Mutter einen Glücksbringer zuzuspielen. Die goldene Kugel soll dabei helfen, das Gleichgewicht zu wahren. Nur wer es mit der Kugel auf die gegenüberliegende Seite der Schlucht schafft, hat auch diese Etappe gemeistert. Ist die goldene Kugel erst einmal gefangen, bedeutet das für Pop und Korn, die Verteidiger des Fürsten, Feuer frei. Aus allen Rohren beschießen sie die Kandidaten, um sicherzugehen, dass möglichst wenige den Garten des Fürsten mit den 5 geheimen Eingängen erreichen. Wird die goldene Kugel verloren, so ist das kein Beinbruch. In diesem Spiel gibt es kein Zeit- oder Kugellimit. Das konnte nicht gut gehen. Langsam wird dem General mulmig. Das Finale droht zu einer One-Man-Show zu werden. Jetzt aber. Es könnte sein, dass er das Zeug dazu hat, die Hängebrücke zu überqueren. Den Wegzoll unterm Arm macht er sich auf, Pop und Korn zur Verzweiflung zu bringen. Ja, so kann man sich in einem Menschen täuschen. Vielleicht klappt es mit einer neuen goldenen Kugel. Nein, es klappt nicht. Der Fürst ist hoch erfreut. Schließlich hat es bisher noch keiner bis in seinen geliebten Garten geschafft. Er findet das gut, denn schließlich sollen die geheimen Eingänge auch geheim bleiben. Das erste Hindernis ist überwunden. Ups, doch nicht. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Fast 50 Meter lang ist die Brücke. Zwar ist der Canyon fast genauso tief, aber auch hier kann sich niemand verletzen. Etwa 3 Meter unter der Brücke werden die Kandidaten sanft von einem Netz aufgefangen. Ist er nicht zu gütig, unser Fürst? Aha, Pop und Korn, da könnt ihr schießen, wie ihr wollt. Diese Frau haltet ihr nicht auf. Ha, herzlichen Glückwunsch! Die letzte Etappe beim heutigen Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi ist erreicht und noch immer sind 10 Familien im Rennen. Der Fürst will jetzt die Entscheidung. Die 5 geheimen Zugänge zum Vorplatz der Burg werden jeden Tag von anderen Sportlern oder Geistern bewacht. Aber wie immer sind es die beiden Hofnarren Tatsu und Makoto, denen zur Unterhaltung des Fürsten nichts zu peinlich ist. Die beiden spielen heute zusammen einen Liebling aller Kinder, Tao Tao, den kleinen Panda-Bär, der die Welt entdeckt. Aber Vorsicht, liebe Kinder, der Schein trügt. Dass Tao Tao nur ein Bär ist, hat ihnen niemand gesagt. Mit diesem Doppelnamen kann man aber auch durcheinander kommen. Ist dieses Schauspiel vorbei, werden sich Tao und Tao in 2 der 5 Eingänge verstecken. Verirrt sich eine Familie, wird sie gezwungen, sich alle 631 Folgen der Serie anzusehen. Den 10 Kandidatenpaaren bleiben bei der 8. Etappe also nur 3 Möglichkeiten, um das Finale zu erreichen. Unterstützt werden die beiden von Ritter Chu, einem Samurai-Ritter, dessen Aufgabe es ist, die Kinder bei der Wahl ihres Weges zu beeinflussen. Doch manchmal erschrecken sich die Eltern mehr als ihr Nachwuchs.
Um es mit dem Teletubbies zu sagen, oh oh, die beiden werden den Fürsten niemals zu Gesicht bekommen. Im Gegensatz zu diesen beiden, sie dürfen gleich versuchen, die Burg zu stürmen. Naja, wenn man es sich so überlegt, die Serie Tao Tao hatte auch ihr Gutes. Diese beiden werden es vielleicht finden. Sind wir da schon drin, oder was? Ja, ihr seid drin. Das ist ja einfach. Das Finale wartet. Schade. Jetzt wird abgerechnet. 7 von einstmals 101 Familien haben es bis in dieses Finale geschafft. Der General ist zufrieden. Die Chancen stehen gut. Ohne langes Vorreden bläst er zum Sturm. Der Fürst ist beunruhigt. Auch heute wird er das Finalspiel in luftiger Höhe beobachten und von dort aus einen Kandidaten nach dem anderen ausschalten. Selbstverständlich will er auch heute nichts dem Zufall überlassen und bringt daher seine neueste Laborentwicklung zum Einsatz, das Videospiel. Wer mit dem Laserstrahl den Sensor am Wagen eines Gegners trifft, kann diesen damit ausschalten. Trifft ein Schuss das Fürstomobil mit Sonnemama Higashi am Steuer, gibt es nicht nur Ärger für den Berater, sondern die Burg ist auch gefallen. Werden aber alle Angreifer ausgeschaltet, ist die Burg natürlich verteidigt. Das Finale beim Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi. Das Feuerwerk zeigt es an. Der Fürst hat auch heute wieder seine Burg verteidigt. Der General entschuldigt sich. Er sei nicht würdig, hier zu sprechen. Doch seine Familien haben großartig gekämpft. Und daher verspricht er, seine Anstrengungen zu verdoppeln und schon im Morgengrauen wieder mit neuen Freiwilligen anzugreifen. Bei einem weiteren Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi.